kein Anschluss unter dieser Nummer. Die Wahl ist rum. War die Wahl denn überhaupt Thema? Also war es kein Thema für euch? Naja, es waren viele Themen Thema. Nicht für alle war die Wahl Thema, aber der Rechtsstaat. Rechtsstaat. Deutschland oder nicht mehr Rechtsstaat. Den Rechtsstaat ad acta legen. Hat gewählt. Damit herzlich willkommen bei Politik mit Kopf. Man kann das Wahlergebnis versuchen zu deuten, wie man möchte, aber eines ist klar, sie haben hier Krieg gewählt. Ja? Dass die CDU hier sogar noch leichten Stimmenzuwachs hat und die FDP fast unverändert ist nach den aktuellen Umfragen, ist wirklich ein beschämendes Zeichen. Beide sind für eine Ausweitung des Ukraine-Konfliktes mit Waffen, die wir gar nicht haben, die wir auch gar nicht bestellt haben. Die SPD, sie bekommt hier eine Klatsche. Naja, minus 1,7% zum letzten Ergebnis sind gar nicht so dramatisch. Allerdings im Vergleich zur Bundestagswahl haben sie hier eine richtig, richtig heftige Klatsche sich eingefangen. Und das Schönste an diesem Abend war, es war 18.03 Uhr, als Kevin Kühnert vor die Presse treten musste und berühmte, wirklich weltberühmte Sätze gesagt hat. Ich glaube, das wird das Meme für die nächsten Wochen und Monate. Wir werden jetzt hier nicht versuchen, die Mikroerfolge, die vielleicht gar nicht da sind, zu finden, sondern für uns ist das heute eine harte Niederlage. Dann stehen wir hier vor einer politischen und kommunikativen Herausforderung. Die SPD, sie ist hier kommunikativ und politisch in einer schwierigen Situation. Ja, das große Problem jetzt ist, die ganzen sonstigen Parteien, das wird nur ein, zwei Tage dauern, bis wir das erfahren haben. Die AfD, sie wird ungefähr 16 Sitze im Europäischen Parlament bekommen. Also wird Jens Kästner nicht drin sein, sondern es ist der, der als nächstes nachrücken würde oder beziehungsweise für den hier bei der Auszählung der Stimmen noch ein Zuwachs zu erreichen sein müsste. Die Frage ist, wo sind die Stimmen von den Grünen hin? Nun ja, sie sind wohl einen großen Teil zu BSW gegangen. Ob von denen auch welche zur AfD gegangen sind, wird die Nachwahlbefragung mit der Wählerwanderung zeigen. Allerdings, die AfD hat hier klammheimlich die Wahl gewonnen. Also, sie hat hier eigentlich wirklich gewonnen. Trotz der vielen Skandale und des schlechten Handlings dieser Skandale. Sie kann nicht für jeden Skandal was, aber mit dem Umgang für jeden einzelnen Skandal, da kann man schon was. Und da haben sie einfach nicht souverän reagiert. Aber die Stimmung im Land, die ist so am Boden, dass sie hier klar Zuwachs zu verzeichnen hat. Plus 5,3% im Vergleich zur letzten Wahl. Das ist der stärkste Zuwachs, wenn man so will, im Vergleich zur vorherigen Wahl. Ja, BSW hat aus dem Stand 5,7 geholt. Das ist rein rechnerisch etwas mehr. Allerdings haben sie kein Vorwahlergebnis. Es ist der Einstand, der hier auch wirklich wunderbar gelungen ist. Die Frage ist, was daraus geschieht. Es wird jetzt Wochen und Monate dauern, bis dieses Ergebnis verarbeitet ist. Erst Anfang bis Mitte September soll die neue Kommission und dann Präsident oder Präsidentin, wir werden sehen, vereidigt werden. Allerdings ist die Marschrichtung hier klar. Es gibt hier keinen Zuwachs bei Parteien, die pro Frieden sind zum Beispiel. Es geht hier ganz klar auf Konfrontationskurs, auch mit Russland, auch mit China. Es ist eine schwierige, vertrackte Situation, aber dieses Wahlergebnis, man kann den Kopf darüber schütteln, man kann sich freuen, dass die Grünen verloren haben. Man sollte sich in Grund und Boden schämen, dass Frau Agnes Strack-Zimmermann von der FDP wohl nicht die einzige ist, die ins Europäische Parlament einzieht. Das ist ja, wer wählt denn sowas? Also, muss man sich ja ernsthaft fragen, wer wählt sowas? Ja? Aber was soll man anderes erwarten im besten Deutschland aller Zeiten? Ich bin gespannt, wie das ganze Wahlergebnis jetzt hier herumgedreht und herumgedeutet wird. Am Ende bleibt es so, die EVP wird stärkste Fraktion bleiben im Europäischen Parlament. Es gibt einen Rechtsruck, das haben sie schon vor einer Woche herausgefunden, dass es einen Rechtsruck gibt. Gut, wer jahrzehntelang linke Politik macht, der muss dann damit rechnen, dass der Bürger weiter rechts wählt, weil die Politik ja anscheinend nicht in seine Richtung arbeitet. Aber dafür müsste man ja mal denken und reflektieren über die ganzen Dinge, die hier so passieren. Da kommen sie ja gar nicht darüber hinweg. Die Grünen, ja, sie lachen ja über Mannheim, sie wollen Islamismus nicht hören, der Kanzler will es auch nicht und trotz seiner Abschiebeankündigung kriegen sie hier die Klatsche. Man muss sich das mal auf der Zunge zergehen lassen. Die aktuell regierenden Parteien kommen hier in Summe auf 32%. Diese 32% terrorisieren 100% in unserem Land. Mit ihrer schlechten und katastrophalen Politik. Ein Kanzler,
der von sich selbst glaubt, er ist der wirtschaftsfreundlichste Kanzler aller Zeiten, dass alle um ihn herumstehenden in Gelächter ausgebrochen sind. Ein Börsenchef, der jetzt öffentlich über ihn herzieht, wo die einen schon sagten, er wird jetzt wohl bald seinen Stuhl räumen, man muss darauf nicht weiter eingehen, was der CEO der Deutschen Börse gesagt hat. Und wenn man sich dann mal die Aktionäre anschaut, die stehen voll hinter ihrem Chef. Aber wir werden mal sehen, was man hieraus macht. Vor der Wahl ist nach der Wahl, das nächste sind die Landtagswahlen im Herbst. Ich bin gespannt, wie die Situation hier weiter eskaliert in diesem Land, denn die innere Sicherheit, sie war nie gefährdeter als heute. Und die EM, die wird dem Ganzen jetzt die Kirsche auf das Sahnehäubchen oben drauf setzen. Ich bin gespannt, wie das ausgeht. Ich ahne Schlimmes. Ich hoffe nur Gutes. Ich hoffe wirklich nur Gutes. Allerdings sind die Vorzeichen alles andere als gut. Ich bin gespannt auf deine Meinung. Wie siehst du das Ganze? Warst du heute wählen? Bist du zufrieden mit dem Ergebnis oder bist du eher schockiert? Schreib mir einen Kommentar unter dieses Video und damit bis bald.